Und wir wollen jetzt, wie ich das vorhin angekündigt habe, den Schwerpunkt auf die Landwirtschaft legen. Wir fragen uns nämlich, was bedeutet der Klimawandel für Landwirtschaft und Natur? Und dazu begrüßen wir jetzt dann gleich Michael Gysi. 25 Jahre lang war er für Agroscope tätig. Das ist das Schweizer Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung. 8 Jahre davon hat er Agroscope als Chef geleitet. Und seit 2 Jahren ist er Vorsteher des Amts für Landwirtschaft und Natur im Kanton Bern. Herzlich willkommen, Michael Gysi. Besten Dank, Frau Meier. Meine Damen und Herren, sehr gerne würde ich Ihnen 2, 3 Beispiele aufzeigen, was dieser Klimawandel für die Landwirtschaft auf der einen Seite bedeutet, aber insbesondere auch für die Naturwerte im Kanton Bern. Also wir beschäftigen uns nicht nur mit Landwirtschaft, sondern eben auch mit den Naturwerten. Und ich bin der Überzeugung, dass sich das auch lohnt. Wenn ich etwas eingehe auf die Naturwerte im Kanton Bern, ist das etwas wert. Das ist ein Schatz, den wir pflegen und den wir für die Zukunft auch weiterentwickeln müssen. Sie sehen es, wir haben 700 Bundesinventarobjekte und 10% davon sind im Kanton Bern. Insbesondere Landschaften, die geschützt sind, sind im Kanton Bern sehr häufig. Und ich bin der Überzeugung, es lohnt sich, sich für diese zu engagieren. Im Kanton Bern kommen 736 national prioritäre Arten vor und diese sind mehr oder weniger vom Aussterben bedroht. Also auch hier lohnt es sich, einen Fokus zu legen und zu schauen, dass diese Biodiversität auch für die Zukunft weitergeführt werden kann. Wir haben Endemiten im Kanton Bern. 9 Endemiten, das sind Arten, die nur in der Schweiz vorkommen, ausschließlich in der Schweiz. Und 9 dieser 50 Endemiten in der Schweiz, die sind im Kanton Bern beheimatet. Sie sehen hier ein Beispiel, das ist ein ich muss gerade nachschauen, wie er heißt auf Deutsch, ein Kropfer heißt er, dieser Fisch, und der ist im Thunersee, lebt der, und zwar ausschließlich im Thunersee. Also es lohnt sich, diesen Fisch langfristig eben auch zu schützen. Was sind jetzt die Auswirkungen dieses Klimawandels? Und ich habe hier wirklich nur exemplarisch aus meiner Sicht 3 Beispiele versucht aufzuzeigen. Auf der einen Seite, links oben, sehen Sie ein Bild der kanadischen Goldrute. Viele von Ihnen, insbesondere diejenigen, die einen Garten zu Hause haben, die kennen diese Goldrute. Und sie verbreitet sich rasend schnell im Kanton Bern. Einerseits in den Gärten, in den Hausgärten, aber insbesondere natürlich auch in Biotopen im Kanton Bern. Und das beeinflusst ganz direkt natürlich auch die Biodiversität im Kanton Bern. Ein Beispiel für den Klimawandel, diese Goldrute hat sich im Wesentlichen auch aufgrund der erhöhten Temperatur, fühlt sie sich sowohl hier bei uns im Kanton Bern. Ein anderes Beispiel, ebenfalls sehr prominent in der Presse, ist die Frage des Permafrostes. Und da sehen wir selbstverständlich, mit der steigenden Temperatur werden Flächen, die in Bewegung geraten, die nehmen zu. Und ein ganz prominentes Beispiel, Sie sehen hier ein Screenshot auf das Doldenhorn, auf den spitzen Stein. Dort ist diese ganze Flanke ist in Bewegung und man rechnet damit, dass diese früher oder später abbrechen wird, in den Öschinensee gehen wird oder Teile davon in den Öschinensee gehen können und damit natürlich eben dann auch das darunterliegende Kandersteg mehr oder weniger bedrohen. Ein letztes Beispiel. Die Vegetationszonen hier im Kanton Bern oder als Beispiel im Kanton Bern, Sie sehen hier vom Kolinenwaldland bis in die nivale Wüste. Wir haben das alles im Kanton Bern. Wir haben ja alle Klimazonen hier im Kanton Bern präsent. Und wenn wir jetzt bei einer Temperaturänderung, angenommen 3,5 Grad und 10% mehr Niederschlag haben, dann sehen Sie diese Zonen, die verändern sich. Und das kann Chance sein, insbesondere für die Landwirtschaft auch. Es kann aber auch, und ich denke, das steht im Vordergrund, insbesondere für die Naturwerte ist das eine Bedrohung. Das ist eine Bedrohung darum, weil diese Pflanzen sich nicht so schnell anpassen können an diese veränderten Klimazonen und diese verschiedenen Vegetationsstufen hier im Kanton Bern. Ein Beispiel, das vielen und mir auch bis vor kurzem weniger präsent war.
Wenn man von Biodiversität spricht, denkt man an Wald, man denkt an Altflächen, man denkt an Naturwerte, die man sieht. Aber insbesondere auch unter Wasser ist der Impact des Klimawandels massiv. Und ich habe hier eine Darstellung von der Wassertemperatur in der Aare bei Belp. Sie sehen im August, Juli, August, wunderbar zum Baden, 24 Grad, rot in der Mitte hier. Und dann sehen Sie im Januar, Februar um 5 Grad. Und Sie sehen darüber gelegt die Temperaturen, wie sie der Fisch empfindet, wie sie eine Forelle empfindet. Idealtemperatur zwischen 8 bis etwa 12 Grad, dann darüber bis etwa 3, 24 Grad. Die Forelle frisst nicht mehr und letal wird es ab etwa 24 Grad. Also dann, wenn wir in die Aare baden, wenn es angenehm ist, dann wird es letal, tödlich für die Forelle. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was die beiden Vorredner gesagt haben, wir haben eine Steigerung von 1, 2 Grad, dann heißt das de facto, wir haben regelmäßig, hier sind wir in der letalen Zone, und das heißt de facto, dass diese Fische in der Aare nicht mehr mittelfristig nicht mehr überleben können. Ich denke, das ist etwas, was man sich weniger bewusst ist, wenn man über Biodiversität spricht. Alles, was man sieht, kann man sehr gut sich vorstellen, aber insbesondere, was unter Wasser auch passiert, ich denke, das ist ein gutes Beispiel, was man eben weniger wahrnimmt. Vielleicht so viel zum Schutzteil, zu den Naturwerten. Ich möchte kurz auch noch auf die Landwirtschaft eingehen. Sie sehen, wir haben in der Schweiz 50.000 Betriebe, jeder fünfte Betrieb ist im Kanton Bern. Wir haben etwas mehr wie 10.000 Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Bern. Wir haben eine Wertschöpfung, die sich kennzeichnet durch eine ganze Vielfalt von Produkten. Ich beginne mit A wie Ackerfrüchte, Mais, Weizen, B wie biologische Produktion oder Z wie Zucker. Also zu jedem Buchstaben gibt es ein Produkt, das in der Landwirtschaft im Kanton Bern produziert wird. Direktzahlungsmäßig sieht es so aus, der Bund schüttet 2,7 Milliarden pro Jahr aus. Und der Anteil, der im Kanton Bern bezogen wird, das sind diese 560 Millionen etwa, das entspricht in etwa auch der Anzahl Landwirtschaftsbetrieben, wie ich sie vorhin gezeigt habe. Also eine vielfältige Landwirtschaft in den verschiedenen Zonen, im Jura, im Mittelland und eben auch dann in den Voralpen. Thomas Buchli hat von Wetterextremen gesprochen und ich habe mir im Hinblick auf das heutige Referat überlegt, für mich als Verantwortlicher des LANAT war natürlich das Wetter in 2021, der Sommer insbesondere, war diesbezüglich eine Riesenherausforderung und war eine Riesenherausforderung für die Landwirtschaft im Kanton Bern. Wir hatten einen sehr kalten Frühling, etwa 1,1 Grad unter den langjährigen Mittel, also ein kalten Frühling, ein schwieriger Start der Kulturen. Dann hatten wir Juni, Juli Riesenniederschläge, auch das etwas sehr Außergewöhnliches. Und Sie sehen hier die Bilder, also das Wasser ist auf den Feldern lange Wochen, lange Tage gestanden. Und dann hatten wir dazu noch, und ich habe jetzt gerade gelernt, das sollte man nicht in Verbindung bringen mit dem Klimawandel, hatten wir einen, insbesondere im Seeland, einen katastrophalen Hagel, ein Hagelereignis. Und ich musste, und das war wirklich ein Müssen, Hagelschäden beobachten oder besichtigen im Juli. Das sah katastrophal aus. Auf einer Seite das Wasser, das gestanden ist, und Maispflanzen, die hätten so hoch sein sollen, die waren noch so. Einfach abrasiert durch den Hagel. Also diese Wetterextreme, die spürt die Landwirtschaft im Kanton Bern natürlich sehr direkt. Sie muss darauf reagieren und das ist sicher eine der wesentlichen Herausforderungen, wenn man von Landwirtschaft und Klimawandel spricht. Vielleicht noch etwas höher, auf eine höhere Flugebene ist die Landwirtschaft auf der einen Seite das Problem im Klimawandel, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist Landwirtschaft auch die Lösung im Bereich des Klimawandels. Sie sehen, Landwirtschaft kann Klimagase mindern, reduzieren, indem dass die Tierproduktion angepasst wird, allenfalls auch die Menge, darüber kann man diskutieren. Man kann mit einem optimalen Düngermanagement Klimagase reduzieren. Die Bodenbewirtschaftung hat einen großen Einfluss in Bezug auf das Kohlenstoffmanagement. Boden kann als Senke
Wirken von Kohlenstoff, wenn ideal bewirtschaftet wird, wird organische Substanz im Boden gebunden und das entlastet selbstverständlich den Klimawandel. Energienutzung, wie Energie genutzt wird in der Landwirtschaft und Landwirtschaftsbetriebe können auch Energie produzieren, Biogas, Photovoltaik selbstverständlich. Auf der anderen Seite muss die Landwirtschaft auch reagieren auf den Klimawandel, indem dass sie Kulturen anpflanzt, die auf den Standort gut passen. Also das ist ein Riesentreiber, also dass wir Kulturen dort anpflanzen, also Kulturen, die großen Wasserbedarf haben, in der Nähe von Flüssen, selbstverständlich. Wir müssen auf Starkniederschläge reagieren. Wir müssen versuchen, Kulturen zu entwickeln, die besser auf die Trockenheit reagieren können, die eben auch Hitzestress besser vertragen. Und insbesondere auch der Frage vom Pflanzenschutz, also Schadorganismen müssen besser berücksichtigt werden in Zukunft in der Schweizer Landwirtschaft. Und der letzte Punkt ist, wir haben das jetzt gerade ganz aktuell gesehen, eben Starkniederschläge, Trockenheit, Hitzestress führt zu Shortage in der Produktion und das führt natürlich auch zu erhöhten Preisvolatilitäten von landwirtschaftlichen Produkten. Der letzte Punkt, da möchte ich gerne nochmals auf eine Schutzsituation kommen, auf diese Frage der Biodiversität. Biodiversität ist sehr direkt abhängig vom Klimawandel. Und wir sind der Meinung, es lohnt sich eben die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der Biodiversität im Kanton Bern zu erhöhen. Und wir haben ein großes Projekt, in dem es darum geht, diese sogenannte ökologische Infrastruktur zu entwickeln. Das ist wie die Möblierung in einem Haus oder in einer Küche. Die Küche, die es eben erlaubt, dieser Biodiversität in verschiedenen Arten sich ideal weiterzuentwickeln. Diese Biodiversität, also diese ökologische Infrastruktur, die besteht aus Kernzonen, die wir versuchen auszuscheiden, die besteht aus Schwerpunkträumen und ganz entscheidend ist die Vernetzung. Vernetzung, die kann Biodiversität unterstützen. Also es reicht nicht, Inseln zu haben, sondern diese Inseln müssen verbunden sein. Es muss ein Austausch zwischen diesen Kernzonen möglich sein. So viel von meiner Seite zu Natur, Naturwerten auf der einen Seite und auf der anderen Seite zur Landwirtschaft im Kanton Bern. Eine Frage noch. Herr Gysi, Sie haben die Tierproduktion so ganz kurz angesprochen und da sind mir die Kühe in den Sinn gekommen, die Kuh an und für sich, die ja offenbar als Wiederkäuer sehr viele Blähungen dann hat und sehr viel, ich sage es elegant, Winde lässt oder wie sagen Methan, Sie? Methan und zwar emittiert. Methan emittiert, eigentlich pupst oder so, wie man das so sagt. Jetzt mal ganz ehrlich, dann lacht man ja dann immer und findet es irgendwo lustig, aber wie gravierend ist es tatsächlich? Methan ist eines der potentesten Klimagase. Von dem her ist es ein relevanter Faktor. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist so. Also würden Sie sagen, wir haben zu viele Kühe in der Schweiz und die pupsen zu viel? Ich finde, das ist zu kurz gegriffen, und zwar darum, die Schweizer Landwirtschaft produziert, was gegessen wird. Und ich denke, das ist richtig, oder? Und meines Erachtens ist es entscheidend, oder die Konsumentin und der Konsument hat beim Kaufentscheid einen wesentlichen Einfluss auf das, was produziert wird in der Landwirtschaft. Und ich finde es zu kurz gegriffen, wenn man die Landwirtschaft dafür bestraft, indem man sagt, eben, sie haben Kühe, aber das wird ja nachgefragt und das wird gegessen. Von dem her bin ich der Meinung, eben die Frage, wie der Konsument, wie die Konsumentin einkauft, wird früher oder später dazu führen, wie viele Tiere das wir in der Schweiz haben und ernähren. Dankeschön für den Moment. Dankeschön.